Moin Leute. Wie ihr sicherlich auf Instagram mitbekommen habt, sind wir das Wochenende mit den Jungs von Hostage Valley los unterwegs. Und Fabi und ich machen uns gerade auf den Weg. Die Jungs sind auch schon unterwegs, haben sie schon geschrieben, die sind schon auf der Autobahn. Ja, wir nehmen euch mit der GoPro. Heute mal. Ja, erstmal noch aus dem Auto. Und ja, wir fahren jetzt in Richtung Müritz. Eineinhalb Stunden circa ist die Fahrt. Und ja, wir sind richtig heiß, ne? Wir übernachten da zwei Nächte. Wir haben jetzt Freitag, Samstag und Sonntag zum Angeln. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir da ein paar geile Freiwasserpikes verhaften können. Schöne Durchschnittsgröße. Ey, ich hab Bock, Finn. Ja, wir melden uns wieder, wenn wir am Wasser sind. Oder zwischendurch mal gucken. Vielleicht sehen wir Daniel noch. Ja, ansonsten bis später. So, Boote sind geslippt. Wir haben die Jungs von HVL eingeladen, Chris. Hi, grüß euch. Hast du Bock? Ja, heute geht's richtig ab. Heute geht's ab, ich hoffe auch, ey. Ja, auf der anderen Seite haben wir noch den Finn, den Daniel und den Carsten. Ja, wir haben alle Bock. Ja, heute heißt es angreifen. Ja, Meter 20. Ich hab Bock. Ja, wenn wir was haben, melden wir uns. Ja, wie ihr seht, heute hier im Freiwasser Müritz. Wir stehen jetzt aktuell bei knapp 6 Meter. Big Baits. Ein großer Fisch. Wir haben natürlich top, Leute. Tagesziel, ne, Fabi? Konkurrenz steht da drüben. Ja, das ist keine Konkurrenz von uns, oder? Noch nicht. Nee. Ja. Erzähl, wie führst du denn Köder? Was fischst du denn überhaupt? Ich fisch erstmal einen 22er Shad. 90 Gramm, 10 Gramm Blei. Versuchen es erstmal mitten in der Wassersäule. Ja. Trotz des Spinstops, nochmal stehen lassen, Köder. Ansonsten erstmal suchen. Ne? Dann schauen wir mal, ob hier was kommt. Na? Na, warte. Jo, alles klar, gut. Jo, weiß ich nicht. Ja, jo, alles gleich hin. Ach, ich dachte, das wäre hier. Obwohl. Sieht ja schon mal wieder. Oh, das ging ja gut, ey. Geil, nee, Mann. Schön. Schön. Schöner Biss. Wow, ey. Richtig rein. Geil. Wir melden uns gleich wieder. Wir verarschen ihn kurz. They tryna hit me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. Especially if you stay in your place. They hating on all of my songs. Yeah, I don't know what can I say. They throwing shots, but I'm saved by his grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around, got me stoned, man. Feels like I'm stuck in a maze. Shoot at the up, close the cage. They sleeping only 96. I can't do it on my own, yeah. They judging me off my mistakes. This floor is so heavenly. Most of my friends and a friend of me. They tryna bring out the beast. I'm batting 1,000, my game is elite. I'm running around in the streets. They tryna catch up, but they still can't compete. Yeah.
kleine schöne Absinkfaserling genommen. Ach man. Aber alles gut, du brauchst gar nicht fünf. Ja, alles gut. Chill. Petri, danke. Was zähle ich jetzt als entschneidet? So, der erste Tag, der neigt sich dem Ende. Ja, wir haben einen schönen gehabt, Chris hatte den, ich hatte vorhin noch einen Biss gehabt, der hing auch an der Route dran, seht ihr im Video, wir haben den gar nicht weiter gefilmt, der war so lütt, der ist dann auch abgegangen, also alles ganz entspannt. Ja, Chris, du hattest noch einen kleinen gehabt, ne? Ja. Neuer Tag, neues Glück, wir sind wieder rausgefahren, wie spät haben wir es jetzt? Jetzt ist es Viertel nach acht. Viertel nach acht, gute Zeit, Sonne ist aufgegangen. Wind ist besser als gestern, das freut uns. Ja, Sonne scheint, ey, das ist ein geiler Angeltag. Ja, unser Plan für heute, wir wollen es erstmal pelagisch probieren. Du hast damit noch gar keine Berührungspunkte, nein, ne? Gar nicht. Ja, versuche ich dich mal da ein bisschen einzuweisen, zumindest mit dem Wissen, was ich habe. Ja, und dann bin ich mal ganz gespannt, was wir da heute rauskitzeln können. Wenn irgendwas ist, natürlich GoPro läuft, ne? Wir melden uns. Und in dem Sinne wünsche ich uns Tight Lights. Bis später. Bis später. Chris, was ist uns denn nun passiert? Ja, leider ist die Schnur im Propeller, ne? Einmal mit Profis. Oh Mensch, da. Oh Mann. Fisch ist drauf. Nein. Ist ab. Ach. Ah, guck mal hier den Köder an. Schade. Halt mal die Cam. Wir fangen mal klein an heute. Let's go, guter Start, das war der erste Wurf, ne? Läuft bei uns. So, vom Pelagen weg, Taktik gewechselt, wir sind wieder am Werfen. Ja, bisher war es ein guter Start, habt ihr bestimmt gerade gesehen. Chris hatte einen drauf gehabt, gleich im ersten Wurf, aber ansonsten war bisher noch nichts. Ja, wir überlegen gerade mal, ob wir noch eine Drift ansetzen oder ja, den Spot wechseln. Wir haben übrigens den Wettablauf. Wir haben ja noch ein zweites Boot dabei. Da sind ja Carsten, Finn und Daniel drauf. Und wir saßen gestern Abend noch in der gemütlichen Runde zusammen und haben dann beschlossen, der den größten Fisch fängt, der darf heute umsonst essen. Das bedeutet, wir gehen heute Abend essen. Und ja, wer den größten hat, ich hoffe, das bin natürlich ich, der darf dann kostenlos essen. Ja, was ist unsere Taktik gerade, Chris? Erzähl mal. Ja, wir werfen momentan bei 3 Meter, ne? Die Kante hoch. Hoffen auf ein bisschen Kleinfisch, mittlere Hechte, kleine Köder. Bis jetzt, naja, ein Fisch drauf, ne? Kurz vom Boot ab. Wir werden gleich das Boot wechseln, denke ich. Ja. Was fischst du gerade? Welche Größe? Ich fisch gerade einen 12 cm Lieblingsköder, pink. Läuft eigentlich immer hier. Ja. Jetzt gerade nicht. Aber wir kriegen unseren Fisch, bin ich mir sicher. Ist ja nicht jeder Tag gleich. Und ja. Einer von uns wird auf jeden Fall heute Abend frei aufs Haus essen, ne? Das ist klar, ja.
All of the pressure's gonna drive you crazy. Cause you rise to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Wie tief war jetzt hier? I'm a soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the molly ball with my Dutch. I swipe it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. Ich hab mich jetzt schneidert am heutigen Tage. War ein kleiner Spritzer, habt ihr auf der GoPro gesehen. Köder HVL, 14 cm. Und das ist eine Custom-Farbe. Die Custom-Farben, die macht der Chris von HVL immer selber. Und die könnt ihr im Online-Shop auch bestellen. Und das Geilste ist halt immer mit unserem Code PFC10 könnt ihr noch 10% bei der Bestellung sparen. Also, einkaufen lohnt sich, denn die Dinger fangen wie Sau. If I being honest, loving you the hardest thing to do, so I keep to myself. I feel like I'm falling in and out of consciousness. Yeah. Now we starting to talk less, killing all the progress. Really hard to process. You treat me like an object. Baby, we toxic. Can we stay on topic? I feel like we lost it. Feel like we lost it. Take my love, don't waste it. In the air, but I'm not breathing. Broken heart, need repair, and y'all's the reason. On a hospital bed, the pain not leaving. You be arrows to the chest, I can't stop bleeding. If you gon' leave, then go and leave, just like everybody else. If you don't like my company, then I'll do life by myself. Girl, your love like a drug, it ain't good for my health. Even though it's killing me, girl. Hallo! Gerade eben einen Spot gehabt, da hat das ein bisschen besser funktioniert, da konnten wir innerhalb kürzester Zeit ein paar Hechte verhaften. Ja, die haben Spaß. Hey! Ja, das andere Boot, ich weiß nicht, wie es bei denen aussieht, aber ich glaube, wir stehen da besser da. Und da uns aber noch ein großer fehlt, haben wir jetzt überlegt, wir haben heute im Tiefen mal gesehen, also heute Morgen, dass da ein paar Futterfischschwärme unterwegs sind und in der Hoffnung, dass da halt auch die Großen stehen, wollen wir da mal gucken, sodass natürlich das Essen, was heute Abend gibt, dass wir das halt nicht selbst bezahlen müssen. Also mir wäre es recht, wenn Chris das so bekommt oder halt auch ich, da würde ich mich auch nicht beschweren. Naja, gucken wir mal, vielleicht können wir ja noch einen größeren verhaften. Rumsteak mit Trüffel. Ja moin, ich bin der Carsten von Hostage Ready Lures, verantwortlich für alle kaufmännischen Themen bei Hostage Ready Lures, Marketing, Vertrieb, Finanzen etc. Alles das, was also hinter den Kulissen passiert. Und ja, wir sind dieses Wochenende gemeinsam mit den Jungs von der Pike Fishing Crew gemeinsam auf der Müritz unterwegs. Jetzt geht es gerade raus Richtung Kölpingsee, da werden wir nochmal auf dem Freiwasser einiges probieren. Und ja, haben natürlich auch unseren neuen Troubletail dabei, erhältlich seit Anfang März bei allen unseren bekannten Händlern und Partnern. Ja, den werden wir natürlich da ausgiebig testen, ausgiebig einweihen. Sind schon einige Fische dieses Wochenende gefallen, einige persönliche Bestwerte wurden erzielt. Ja, und ihr könnt euch auf jeden Fall in 2022 und auch 2023 noch auf einiges Neues gefasst machen. Natürlich werden wir den Chat mit neuen Farben erweitern. Werden einige Partner mit einigen Partnern zusammen Custom Colors ausarbeiten. Und ja, worauf sich einige von euch schon sehr lange freuen und wo wir immer wieder Nachfragen kriegen, natürlich das Thema Curly Tail. Den werden wir auch dieses Jahr aller Voraussicht nach zur Messe brandneu dabei haben. Könnt ihr euch auf einiges freuen. Haben wir viele, viele Kunden Anmerkungen und Wünsche berücksichtigt und ja, wir freuen uns da auch drauf und auf eine gute gemeinsame Zeit. Und jetzt erstmal Petri. Gehen wir mit hier. Lager B. Boah, Fisch. Im Ernst? Hundertprozentig. Ach, klar. Leute, hundertprozentig Fisch gerade eben. Ja.
keinen Widerstand gehabt? Hä? Hast keinen Widerstand gehabt? Ja, ich hab, aber hart, richtig hart. Ja? Boah, was für ein. Das ist gleich Unterschied zu. Okay. Oh, Alter. Das war's mit unserer Tour auf der Müritz. Ja, nochmal vielen lieben Dank an die Jungs von Hostage Valley Lures, dass ihr uns begleitet habt. Dazu noch einmal gesagt, mit dem Code PFC10 blende ich einmal hier ein. Könnt ihr noch 10% beim Einkauf sparen. Ja, was Chris macht und was Carsten macht, ja, habt ihr ja sicherlich gesehen, habe ich ja eingeblendet. In dem Sinne, waren wirklich sehr schöne Tage. Wir sind hier durch, 2 Tage angeln. Mega, hat mega Spaß gemacht. Und was sollen wir sagen? Lasst ein Like, lasst einen Kommentar da. Wir freuen uns. Wir sind da beim nächsten Video. Tight Lines.